Sicil Ünlü, ich komme aus der Türkei. Ich werde für 5 Monate Stipendiatin im Deutschen Bundestag sein. Es wird sehr spannend sein. Vor allem werde ich die deutsche Politik besser kennenlernen. Und die Sammlung von Erfahrungen im Deutschen Bundestag ist auch sehr wichtig für meine berufliche Ziele. Hallo! Ich bin Sicil. Lilly. Freue ich mich. Mich auch sehr. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Okay. Und du? Aus den USA? Jeder Stipendiat hat hier eine Wohnung mit einem anderen Stipendiaten. In 3-Zimmer-Wohnungen wohnen wir 2 Leute zusammen. Auf der bekanntesten Straße in Kreuzberg. Kreuzberg ist ja sehr beliebt in Berlin mit seiner interkulturellen Vielfalt. Sicil Ünlü, ja, aus der Türkei. Freut mich. Mich auch. Wir sind ein weltoffenes Land. Jede Kultur, jede Religion findet ihren Platz. Und wir möchten Respekt und Toleranz vor anderen Menschen vermitteln und zeigen, wie das Parlament hier funktioniert. Ich war nie in diesem Gebäude und das ist echt sehr, sehr schön. Die Architektur ist sehr interessant. Also ich freue mich sehr auf mein Stipendium und Praktikum. Entstanden ist es ja in der Phase der Transformation der früheren sogenannten Ostblockstaaten auf ihrem Weg in parlamentarische Demokratien, gerade jungen Leuten Eindrücke zu vermitteln, wie wir das gemacht haben, warum wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und dass das im Übrigen auch in Deutschland alles andere als ein einfacher Prozess gewesen ist. Wer aufhört, andere verstehen zu wollen, der sollte keine Außenpolitik betreiben. Es geht längst nicht mehr darum, ob dieses Projekt eine Zukunft hat. Es geht darum, ob es wieder eine Gegenwart bekommt. Weil es die Chance gibt, dass sie die richtige Politik macht, wenn wir die richtigen Mehrheiten erkämpft haben. Ja, aber wollen wir jetzt nicht vertiefen. Außerdem dürfen Sie von der Regierungsbank gar nicht reinrufen, müssen Sie hier auf dem Platz. Aber die Politiker haben wirklich viel diskutiert und ihre Gefühle und Gedanken ausgedrückt. Das war für mich natürlich sehr interessant zu sehen. Das Parlament ist das Herz der Demokratie. Präsident Lammert hat es gesagt und die Stipendiaten sitzen da am Herzen und gucken und sehen und erleben, wie es schlägt. Sie alle haben die deutsche Demokratie nicht nur als Buch oder als Text kennengelernt, sondern Sie haben ihr Funktionieren im Alltag kennengelernt. Jeder Stipendiat arbeitet im Abgeordnetenbüro für 3 Monate und wir bekommen alltägliche Aufgaben im Abgeordnetenbüro wie Post bearbeiten, Anrufe beantworten, Bürgerbriefe antworten. Hallo. Nach anfänglichen Kennenlernen im Büro ist der IPS-Stipendiat relativ schnell in den ganz normalen Ablauf integriert. Er begleitet die Mitarbeiter bei Mitarbeiterrunden, er begleitet den Abgeordneten bei Ausschusssitzungen, in Arbeitskreisen, bei Fraktionsversammlungen, im Europaausschuss, wo ich tätig bin. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich grüßen, ganz besonders natürlich auch unsere Gäste, unsere Sachverständigen zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung. Das Parlament ist der Gesetzgeber und die Regierung ist eigentlich das umsetzende Organ, das mitzubekommen, dass wir hier einen demokratischen Parlamentarismus haben, wo nicht von einem Präsidenten viel Macht ausgeht, ist, glaube ich, auch sehr, sehr toll, dass wir diese Gewaltenteilung hier so auch aufzeigen können. Manche studieren hier. Jeder hat die Möglichkeit, auch Kurse zu belegen. Die 3 Universitäten Berlins machen ja auch mit.
das kann man schon so sagen, dass das durchaus so eine doch eine kurze, aber ich glaube intensive politische Lehre ist. Und zwar nicht nur so, dass man eine Meinung hat, sondern dass man auch lernt, Meinungen zu begründen, sie zu vertreten, auch im Diskurs von unterschiedlichen Positionen zu vertreten, Konsense zu finden, also all das, was Demokratie auch ausmacht. Das genau wünschen wir uns, Botschafter der Demokratie zu werden, Botschafter wirklich für einen guten Parlamentarismus zu sein, das ist das Ziel. Wenn EPSler zurückgehen und in Parlamenten arbeiten, in Regierungen arbeiten, einige sind Professoren geworden, Botschafter geworden, Minister geworden oder arbeiten in den Parlamenten und das festigt natürlich die Zusammenarbeit. Viel passiert hinter den Kulissen und wir dürfen auch beobachten, wie sie arbeiten. Jetzt habe ich sehr viele neue Freunde aus verschiedenen Ländern. Wir sind zusammen oft unterwegs und wir haben auch viele Zeit, uns besser kennenzulernen, unsere Erfahrungen in unseren Heimatländern auch so auszutauschen. Deutschland ist ein sehr willkommen heißendes Land. Man erfährt so viel auch über Deutschland, aber auch über internationale Themen. Und das fand ich eigentlich das Beste daran. Ich spreche mit jemand von Griechenland, dann jemand von Kairo und von Moskau. Also es ist unglaublich, dass ich kann das jeden Tag machen. Jede Nation ist irgendwie mit verschiedenen Stereotypen verbunden. Nicht alle haben sich bestätigt. Natürlich was Ordnung und ein bisschen Bürokratie, was Pünktlichkeit betrifft. Das hat sich bestätigt. Ich bin einfach begeistert von Deutschland. Das IPS ist ein Programm für 120 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus 41 Nationen und Herkunftsländern. Und deswegen ist es per se ein interkulturelles und sogar interreligiöses Programm, was auch gerade darauf Wert legt, dass man eben diese interkulturelle Vielfalt hier in Deutschland auch sehr gut erleben kann. Man versteht sich als eine große IPS-Familie. Man trifft sich auch, wenn nicht so oft, regelmäßig, aber dann doch. Und das IPS-Programm ist das, was uns verbindet. Das Alumni-Netzwerk ist schlichtweg einzigartig. Es verbindet junge Menschen auf dieser Welt, die etwas gemeinsam haben, nämlich ein Stipendium im Deutschen Bundestag hier in Deutschland. Und es ist ein Netzwerk, das ist generationenübergreifend und bietet Chancen weit über das Stipendium hinaus. Das war, so würde ich sagen, meine beste Lebensphase, die 5 Monate in Berlin. Und ich würde es ganz bestimmt weiterempfehlen. Du willst dich politisch engagieren, bist unter 30, hast einen Hochschulabschluss und sprichst Deutsch. Dann bewirb dich.